Der Astronom Kopernikus stellt dabei die Welt auf den Kopf. Der Anatom Vesalius traut nur seinen eigenen Augen und revolutioniert die Medizin. Der Kirchenmann Jan Hus folgt seinem Gewissen und endet auf dem Scheiterhaufen. Prag 1412. Wie überall in Europa ist auch hier der Ruf der katholischen Kirche an einem Unser Kontinent Anfang des 16. Jahrhunderts. 80 Millionen Menschen verschiedenster Sprache und Kultur, verbunden durch ein altes Netz von Handelswegen. Doch zahllose Vorschriften und Gesetze beschränken diesen Handel. In dieser Zeit entwickeln Kaufleute die Bausteine einer neuen Wirtschaftsform, die wir heute für selbstverständlich halten, den Kapitalismus. Die Hanse ist ein internationaler Handelsbund und verärgert manchen Fürsten. Jakob Fugger investiert sein Geld, wo immer er Profit wittert, und kauft. Unser Kontinent Anfang des 17. Jahrhunderts. 130 Millionen Menschen verschiedenster Sprache und Kultur, zerstritten in der Frage nach dem rechten Glauben. Haben ihn der Papst und die Katholiken oder die Protestanten? Es darf doch nur einen Weg zum Seelenheil geben. So gibt es immer wieder Krieg und keine Lösung. Wie soll das weitergehen? Der Kirchenmann Melchior Klesel wird vom Protestanten zum Katholiken und ahnt, dass Toleranz den Frieden bringen könnte. Unser Kontinent Anfang des 18. Jahrhunderts. Rund 130 Millionen Menschen verschiedenster Sprache und Kultur. Die meisten sind der absoluten Macht ihrer Herrscher unterworfen. Ihre Rechte werden gnädig gewährt oder willkürlich genommen. Doch die Untertanen begehren auf, wollen Bürger sein und frei und gleich. Das gilt auch für die Frauen, findet die Französin Olympe de Gouges und endet unter der Guillotine. Das gilt auch für mein ganzes Volk, fordert in Polen Tadeusz Kosciuszko. Unser Kontinent Anfang des 19. Jahrhunderts. 170 Millionen Menschen verschiedenster Sprache und Kultur leben in wenigen großen Vielvölkerstaaten, mehr oder weniger friedlich miteinander. Doch die Freiheitsidee hat sie alle angesteckt. Überall träumen Menschen einer Sprache, Religion und Kultur von einem eigenen Staat nur für ihr Volk, eine Nation. Der Freiheitskämpfer Rigas Vallestinlis zeigt den Griechen, welche Zutaten eine Nation braucht. Der Industrielle Alfred Krupp wittert im Patriotismus ein gutes Geschäft. Und die Pazifistin Bertha von Suttner warnt vor der drohenden Katastrophe, wenn die Völker Europas gegeneinander ziehen. Unser Kontinent Anfang des 20. Jahrhunderts. 140 Millionen Menschen verschiedenster Sprache und Kultur, deren Optimismus in einem verheerenden Weltkrieg untergeht. Alle Werte der Zivilisation zerbrechen in einer Explosion von Gewalt. Gewalt, die weit über diesen Krieg hinausreichen wird, über Straßenschlachten und rassistischen Terror bis in den Zweiten Großen Krieg und den Holocaust. Erst danach finden die Europäer allmählich zu ihren alten Werten zurück. Und damit zu sich selbst. Die deutsche Philosophin Hannah Arendt, dem Holocaust entkommen, untersucht die Rolle des Individuums in dieser Epoche des Terrors.